Seid gegrüßt zur 19. Folge von Bosetti will predigen. Heute schauen wir uns an, was Sarah Bosetti zur Cancel Culture zu sagen hat. Beziehungsweise zu den neuesten Aussagen von Thomas Gottschalk. Dieser hatte ja in seiner letzten Wetten, dass-Sendung die Cancel Culture, die wir hierzulande sehen, wirklich heftig kritisiert. Und ja, mal schauen, was Bosetti dazu zu sagen hat. Auf der Welt. Und was macht die Bosetti? Das ist ein bisschen laut, glaube ich. Sorry. Redet über Wetten, dass? Ja, aber nicht nur. Keine Sorge, das hier wird keine TV-Kritik. Nein, ich werde in dieser Folge das tun, was meine selbstgewählte Aufgabe in dieser Welt ist. Ich werde einen pupsigen kleinen Satz eines berühmten Mannes zu einer etwas übertriebenen Gesellschaftskritik aufblasen. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti will reden. Willkommen in einer neuen Welt. Einer traurigen Welt, einer leeren Welt, einer Welt, in der es Thomas Gottschalk nicht gelungen ist, sich unvergiftet von seinen Wetten, dass-Fans zu verabschieden. Zum Abschluss seiner möglicherweise letzten Wetten, dass-Sendung am Samstag hat er gesagt, dass er abdankt, weil er nicht will, dass man ihm irgendwann seine Gäste erklären muss. Das ist okay, ein bisschen schade zwar, mit welcher Selbstverständlichkeit er davon ausgeht, dass er sich an Rod Stewart klammern muss, anstatt auch als über 70-Jähriger der Welt noch mit Neugier zu begegnen, aber es ist okay. Interessanter ist der zweite Grund. Gottschalk sagt, dass er unter anderem aufhört, weil er jetzt nicht mehr im Fernsehen reden kann wie zu Hause, ohne dadurch einen Shitstorm auszulösen. Und ich finde das eigentlich eine tolle Aussage, weil sie zwei Probleme zugleich aufzeigt. Zum einen ganz offensichtlich, dass sich die Öffentlichkeit, vor allem die Internetaffinen, tatsächlich manchmal etwas übereifrig empört. Das stimmt ja ein bisschen. Traurig zwar, dass Thomas Gottschalk dem eine so erdrückende Bedeutung beimisst, dass er sich davon seinen eigenen Abschied trüben lässt, aber das ist auch schon Ausdruck des zweiten. Zum Glück zählt Sarah Bosetti überhaupt nicht zu dieser Öffentlichkeit dazu, wie man ja beispielsweise bei Julian Reichelt und Gil Oferim gesehen hat. Die, diese ziemlich sinnlose Aufregerei von Bosetti bei diesen Fällen, wo am Ende auch nichts rausgekommen ist, hatte ich in der letzten Folge ja schon aufgearbeitet. Problems. Nein, ich spreche nicht vom fragilen Ego berühmter Männer, die sich vor altersbedingtem Bedeutungsverlust fürchten. Das wäre zu platt und unfair und ehrlich gesagt auch ein bisschen unempathisch. Thomas hat's ja auch nicht leicht. Da ist er jahrzehntelang unfassbar erfolgreich, umgeben von Fans und Menschen, die Geld mit ihm verdienen und deshalb einen Teufel tun werden und ihn zur Bescheidenheit mahnen. Das ist seit 40 Jahren seine Lebenswirklichkeit. Und dann wagt es die Welt, sich in dieser Zeit in eine von ihm persönlich gar nicht abgesegnete Richtung zu entwickeln. Das ist doch auch einfach nicht okay. Ich weiß, das klingt jetzt sehr hämisch, aber ich glaube, dass es, wenn einem so lange durch den Erfolg Begegnungen auf Augenhöhe verwehrt bleiben, wirklich gar nicht so leicht ist, plötzlich Kritik zu akzeptieren. Nach Jahrzehnten der Huldigung ist jede Kritik ein Affront. Aber um das gekränkte Ego von Thomas Gottschalk soll es hier gar nicht gehen. Das ist sein Ding und das möchte ich ihm nicht streitig machen, auch wenn ich es ein bisschen... Oh, war ja die Bosetti, schreibt gerade schon einer im Chat, seid gegrüßt und danke Carly für das Kompliment. Ja, wenn ihr noch mehr von meinen Kommentaren zu Sarah Bosetti sehen wollt, dann schaut gerne auf meinem YouTube-Kanal die sekundäre Agitation vorbei, wo ich eine ganze Playlist namens Bosetti will predigen habe, wo ich ja ganz viele Beiträge von Bosetti auseinandernehme und dabei unter anderem die Tücken der Woken-Ideologie auch ja an ihrem Beispiel erkläre. Schade finde, wenn Menschen, denen, wie ja auch mir, so viel Glück zuteil wird, vergessen, dass es eine ihrer größten Aufgaben ist, sich die Dankbarkeit zu bewahren. Sie ist nämlich angebracht. Aber mir geht es um das zweite große Problem, auf das die Aussage, ich kann im Fernsehen nicht mehr reden wie zu Hause, Hilfe, Shitstorm, sage ich lieber gar nichts mehr, hinweist. Nämlich das Folgende. Dieser Satz ist nicht nur gesellschaftsfähig, sondern mehrheitsfähig. Wenn ein berühmter, erfolgreicher Mann, dem schon mehr Also bevor wir jetzt zu Bosettis Kommentar kommen, ja, absolut ist der mehrheitsfähig. Warum sollte der nicht mehrheitsfähig sein? Also wir erleben doch eine erschütternde Cancel Culture in Deutschland. Also besonders krass haben wir das ja im Ukraine-Krieg gesehen, dass Wissenschaftler wie Johannes Warwick oder Ulrike Gürö, die sich unliebsam äußern, dass die einfach weggecancelt werden. Das ist doch unglaublich. Also das ist die Situation, die wir in Deutschland sehen. Also die Meinungsfreiheit im außenpolitischen Diskurs, die ist eigentlich auf die aktuelle Linie der Bundesregierung reduziert worden. Wir sehen, dass renommierte Wissenschaftler wie Ilhan Pape ausgeladen werden, weil sie sich, ja, weil sie zum Nahostkonflikt eine andere Position vertreten als unsere Bundesregierung. Also es ist absolut katastrophal, wie eingeengt der Diskurs in diesem Land ist. Mehr Leute zugehört haben als. Ja, einer schreibt es gerade im Chat, während Corona haben wir das natürlich auch gesehen.
jeder Menschenrechtsaktivist in dieser Welt so etwas sagt, antwortet niemand: Naja, Thomas, diese Altherrenwitze und die Hände auf den Oberschenkeln, vielleicht sind die ja bei dir zu Hause sogar einen Tick besser aufgehoben als im Fernsehen, nur so ein Gedanke. Nein, wenn ein Altherrenwitze. Also, erstmal, was sind Altherrenwitze? Aber dass man schon lockere Witze nicht mehr machen darf, weil ja, Woke-Kulturkrieger einem dann auf dem Dach stehen und rumschreien, dass ihre komischen Sittengebote nicht eingehalten werden, das ist doch katastrophal. Also, das ist doch nur ein Element der Zerstörung des freien Diskurses in diesem Land. Also, das ist doch absolut katastrophal. Gottschalk kritisiert hier ein Problem, was sehr, sehr relevant ist. berühmter, erfolgreicher Mann, dem schon mehr Leute zugehört haben als jeder Menschenrechtsaktivist in dieser Welt, so etwas sagt, antworten viele: Ja, genau, nichts darf man mehr sagen. Und dabei ist völlig egal, dass das objektiv unwahr ist. Man darf in Deutschland so ziemlich alles sagen, außer dass Juden die Welt. Ja, dann bekommt man nur eben, auch wenn man was völlig Harmloses sagt, aber was halt eine andere Meinung ist als die Bundesregierung, dann bekommt man seinen YouTube-Kanal gelöscht. Neuerdings, während des Ukraine-Krieges, da wurden ja Menschen schon angeklagt, weil sie einfach gesagt haben, dass man sich in die Rolle Russlands versetzen sollte. Also beispielsweise Heinrich Bücker, ich weiß nicht, ob ihr den Fall mitbekommen habt, der sollte 2.000 € Strafe zahlen, einfach nur, weil er gesagt hat, dass man mal die russische Perspektive einnehmen sollte. Das wurde in einem Berufungsprozess zum Glück zurückgenommen, aber das ist doch ein glasklares Phänomen, was wir sehen. Oder kritische Dozenten an Universitäten, die werden einfach abgesägt. Ulrike Gürum sollte ihre Professur weggenommen werden. Das hat ein Gericht zum Glück untersagt. Also Patrick Raab sollte seinen Lehrauftrag an der Uni Kiel weggenommen werden. Das hat ein Gericht zum Glück untersagt. Also wir sehen hier, dass die Justiz funktioniert, aber die Justiz sollte nicht das letzte Schutzschild sein, der die Meinungsfreiheit beschützt, denn das ist ja, echt schwacher Schutzschild, wenn die Politik großflächig die Meinungsfreiheit angreift. Versklaven wollen und der Holocaust deshalb eine super Idee war oder so ein Scheiß. Was sich im Gegensatz zu diesem ominösen Früher geändert hat, ist der Widerspruch, der neuerdings kommt. Nicht jeder Widerspruch ist berechtigt, nicht jeder Tonfall angemessen, aber das ist ja nicht, was die Man darf nichts mehr sagen Fraktion stört. Was sie stört, ist der Widerspruch an sich. Nicht zuletzt, weil er auch von Menschen kommt, mit deren Meinung. Die Wokies werden so gut wie nie gecancelt, Kali. Schreib mir mal einen woken YouTube-Kanal, der zensiert wurde. Schreib mir mal einen woken, der wirklich wegen seiner Wokeness gecancelt wurde. Also nenn mir mal irgendwen, der wirklich, weil er eine woke Position bezogen hat, bei einem großen Konzern entlassen wurde oder von der Bundesregierung angegangen wurde oder von irgendeiner anderen westlichen Regierung. Also du willst Wokies, die gecancelt werden, keine Frage. Also Leute, die sonst woke Positionen vertreten, aber diese Woken, die werden immer dann gecancelt, wenn sie mal vom Mainstream abweichen. Das sieht man ja jetzt beispielsweise bei Greta Thunberg, die es gewagt hat, im Nahostkonflikt eine andere Position zu beziehen. Also sowas geht ja gar nicht, dass sie sich mit dem Falschen solidarisiert. Meinung man sich früher nicht herumschlagen musste. Früher gab es keinen Sexismus, weil Frauen sich nicht beschwert haben. Es gab auch keinen Rassismus, denn die Kläger hatten keine Stimme. Wer nicht von einem Problem betroffen ist, erlebt das Problem ja erst dann als existent, wenn ihn jemand darauf hinweist. Gefühlt setzen also diejenigen, die sich über problematische Worte oder Taten beschweren, die Probleme überhaupt erst in die Welt. Die Widerspruchsfreiheit ist vielleicht die größte Freiheit. Nichts ist so sehr Ausdruck der eigenen Privilegiertheit wie der Schock darüber, nicht mehr in einer Es widerspruchsfreien. geht doch nicht um Widerspruch. Es geht darum, gecancelt zu werden. Also beispielsweise den Kanal gelöscht zu bekommen oder entlassen zu werden oder nicht mehr eingeladen zu werden. Also ja, Zensurkultur. Wir erleben eine Einschränkung des öffentlichen Diskurses. Welt zu leben. Und nichts hilft besser dagegen, als sich selbst als Opfer zu sehen. Die Alternative wäre ja zu sehen, dass es andere Opfer gibt, die man in seiner Bequemlichkeit übersehen hat, was einen irgendwie selbst zum Täter macht. Das mögen wir gar nicht. Und deshalb reicht es auch nicht mehr, Opfer zu ignorieren oder ihnen so sagen, sie sollen sich nicht so anstellen. Man Wer ist das Opfer? Das ist doch die Frage. Das sind die Frage, die immer wieder beantwortet werden muss. muss schon behaupten, die Opfer seien die machtvollen Täter, die die eigentlich. Ne, diese Emotionalisierung, diese Moralisierung ist hier, glaube ich, das bessere Wort. Typisches Kennzeichen dieser Woken-Ideologie. Wir teilen die Welt in Täter und Opfer. Und die Opfer sind die Guten, die Täter sind die Bösen und wir stellen uns auf die Seiten der Opfer. Also wir haben irgendeine Opfergruppe und denen darf man dann keine bösen Worte mehr sagen. Denn diese bösen Worte, die darf man auch nicht in anderen Kontexten verwenden. Also man darf beispielsweise nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen. Das ist ja ganz, ganz böse. Indianer darf man auch nicht mehr sagen. Also man verbietet Worte, weil sich
Also weil man in seinem Woken-Wahn der Meinung ist, davon würden sich irgendwelche Opfergruppen, die man selber gerade definiert hat, davon angegriffen fühlen. Also eine komplett irre Ideologie. Naja, was soll man dazu noch sagen? Mächtigen unterdrücken wollen. Deshalb schallen doch Worte wie Sprechverbote, Zensur, Cancel Culture und Meinungsdiktatur durch Talkshows, Kommentarspalten und all die vielen anderen Orte, an denen man öffentlich ungestraft alles sagen darf. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ali, die Linkspartei, wenn da Leute gecancelt wurden, dann wurden sie gecancelt, weil sie vom Mainstream abgewichen haben. Beispielsweise Sarah Wagenknecht, die zum Ukraine-Krieg kritische Positionen bezogen hat. Also solche Leute in der Linkspartei wurden gecancelt. Andere Leute, die ja auf Linie der Regierung kamen, die wurden gebrauchpinselt, die wurden gepusht, die wurden nach vorne gehoben und die haben ja in dieser Partei mittlerweile die Kontrolle. Dürfen, hat sich in den vergangenen Jahren zu man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen gewandelt. Und ich glaube, dieser Satz ist mehr als jeder andere ein Grund dafür, dass uns in 4 bis 8 Jahren die AfD regieren könnte. Es ist ja kein Zufall, dass Thomas Gottschalk für seine vermutlich... Jetzt meine ketzerische Frage, würde sich dann so viel zum Schlechteren verändern? Wir haben aktuell eine Regierung, die ja Medienprojekte hochzieht, wie beispielsweise das Projekt Narrativcheck vom Zentrum Liberale Moderne oder das Projekt Gegneranalyse, auch vom Zentrum Liberale Moderne, die dazu gedacht sind, oppositionelle Medien zu diffamieren. Das ist etwas, wo wir gleich wahrscheinlich nachher auch noch ein bisschen drüber reden werden, wenn es um den 20-jährigen Geburtstag der Nachdenkseiten geht. Ich weiß nicht, wie lange ich heute streame, aber das werden wir nachher, glaube ich, noch ein bisschen thematisieren. Also es ist absolut katastrophal, was hierzulande passiert. Und die Frage ist jetzt, würde das mit der AfD so viel schlimmer werden? Gar nicht mal so politisch gemeinten Worte, vor allem von rechten Twitter-Accounts, AfD-Fans und Andi Scheuer gefeiert wird. Ganz ehrlich, das hat Tommy nicht verdient. Deutschland ist ein eitler Mann, der seine eigene Meinungsdiktatur wanken sieht. Ich verstehe die Eitelkeit und ich verstehe die Kränkung. Deshalb nur ein kleiner Appell an den Verstand. Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat jemand auf echte Sprechverbote oder echte Zensur aus Trotz geantwortet, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Niemand beugt sich aus Trotz einem Zwang. Aber also das ist Schwachsinn. Trotz das ist Schwachsinn. Das langfristige Ziel jeder Zensurgesetz, also natürlich nicht aus Trotz, sondern aus Angst, aber das langfristige Ziel jeder Zensurgesetzgebung ist, dass eine Selbstzensur einsetzt, dass man Sachen eben nicht mehr sagt, dass man eben bestimmte Worte vermeidet. Ich hatte gerade ein paar Beispiele genannt, da gibt es noch wesentlich mehr Beispiele, die uns die Wokisten zu sagen, ja, verbieten wollen. Also das sehen wir ja, das ist ja kein erfundenes Phänomen. Konflikten aus dem Weg zu gehen. Wenn du mich auf den Boden drückst, dann bleibe ich halt liegen. Pö, das ist kein Satz, den Menschen sagen. Wenn du mich kritisierst, dann rede ich halt gar nicht mehr mit dir. Sowas sagen Menschen. Leider. Denn eigentlich ist es doch eine interessante Frage. Wieso reden wir öffentlich anders als zu Hause? Bei mir ist der Unterschied gar nicht so groß, ehrlich gesagt. Ich muss keinen riesigen Drang unterdrücken, mich zum Beispiel über Leute, die nichts dafür können, dass sie sind, wie sie sind, lustig zu machen. Wobei vermutlich auch Friedrich Merz. Hey, jetzt hängt es etwas. Naja, das Video ist ja eh fast zu Ende. In diesem Sinne würde ich sagen, schließe ich dann die 19. Folge von Bosetti will predigen. Schaut gerne wieder vorbei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.